Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Du hast es schon gesehen im Thumbnail und im Titel. Ja, die Lookfantastic Box ist jetzt auch bei mir eingezogen. Die habe ich mir aber selbst abonniert. Das heißt, die bezahle ich auch vollkommen selber. Die ist nicht in einer Kooperation oder dergleichen. Das heißt, ich selber habe mir das 12-monatige Abo für 15,50 Euro pro Box bestellt. Und wenn man das als immer wieder so jeden Monat kündbar nehmen würde, würde das 20 Euro kosten. Es gibt aber dazwischen auch noch irgendwie 3-monatiges Abo und 6-monatiges Abo. Musst du selber entscheiden. Genau. Und heute ist die erste Box bei mir eingetroffen und das ist tatsächlich die Birthday Edition. Das ist die Box, weswegen ich die Box tatsächlich abonniert habe und ich finde es voll gut, dass ich diese Box-Edition noch bekommen habe. Ja, du hast es vielleicht schon bei anderen gesehen, aber ich möchte sie dennoch aufmachen. Also wenn du vielleicht Bock drauf hast, mit mir zusammen dieses Unboxing zu machen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe da richtig Bock drauf und ihr habt mich alle angefixt. Ihr seid schuld. Ihr. Denn ihr habt mir ständig in die Kommentare geschrieben, Mensch Claudi, die Box ist ja ganz nice, aber hast du dir schon mal die Lookfantastic Box angeschaut? Das habt ihr mir so viel geschrieben, auch bei Instagram habt ihr mir da Nachrichten zugeschrieben. Unfassbar. Ihr habt mich voll angefixt. Ja, und dann habe ich immer die Unboxings gesehen bei der lieben Franka, bei der lieben Emilia. Ja, und ich fand die immer besser und besser. Und die Nicole hat es dann auch noch ausgepackt. Und das machen die alle so schön. Und dann haben die den Inhalt immer so toll angepriesen. Und ja, auch ich lasse mich anfixen. Und auch wenn ich schon ziemlich viele Boxen im Abo habe, beziehungsweise auch zugeschickt bekomme, habe ich mir gedacht, die darf es auch noch sein, okay? Okay, ihr könnt übrigens in diesem Video auch was gewinnen. Und was das ist, das zeige ich euch später mal. Ja. Da habe ich mir nämlich aus Versehen was doppelt bestellt. Geil. So, genau. Ja, wir gucken einfach mal zusammen rein, okay? Wie gesagt, das ist die Birthday Edition der Lookfantastic Box. Das ist ja eine Box, die, ich glaube, aus England oder so kommt. Ich weiß das gar nicht. Gehört auch zur Familie der Glossy Box tatsächlich. Also, wenn du die abonnierst, dann bekommst du auch E-Mails von The Hut. Also, ne, so heißt diese Deckfirma, wie auch immer, von Glossybox und von Lookfantastic. Bei Pinkbox und so weiter ist es ja zum Beispiel die Metacrew. Also, ne, ist ganz interessant. So, ich entferne den Deckel. Ja, ich habe den Inhalt ja schon gesehen, aber ich bin sehr gespannt, die Produkte selber in meinen Händen zu halten. Das sollen ja immer sehr hochwertige Produkte sein. Ich bin einfach gespannt. So, hier ist der erste Blick in die Box und da hast du erstmal so ein Heftchen. Ich glaube, da steht einfach drin, was drin ist. Und ja, da steht drin, was drin ist. Und ich liebe Druckerschwärze. Freak. Okay. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Und dann ist auch noch die englische Ausgabe der L mit dabei. Halt die kleine Ausgabe, weil sonst wird sie ja wahrscheinlich einfach nicht in die Box passen. Achso. Oh. Und das ist das, was die Box auch so schwer gemacht hat, ne? Ja, ich bin. Ah. Ich bin ein Freak. Was wird die L denn normalerweise kosten? Ich habe keine Ahnung. 4,50 Pfund wird die normalerweise kosten. Mhm. Ja, guck. Angelina Jolie in her own words. Ah, Angelina Jolie beschreibt sich in ihren eigenen Wörtern. Oh, das ist aber ganz klein geschrieben, ne? Puh, da bin ich froh, dass ich jetzt eine neue Brille habe. Großartig. Ja, und ist die Box deutlich leichter. Wir haben hier das Seidenpapier, was echt schön in diesem Türkis ist. Gefällt mir mega gut. Dann hast du den Klebi, den wir jetzt öffnen. Steht denn da drauf? Hashtag LF Beauty Box. Lookfantastic Beauty Box. Sehr cool. Oh, da kommt. Oh. Oh, ich sehe auch schon das Produkt, von dem dieser unfassbar schöne Duft kommt. Und zwar ist das diese Badebombe. Oh, wie geil. Wie unheimlich gerne würde ich mich jetzt in eine Badewanne legen, diese Badebombe da reinschmeißen und quasi den Duft hier extrem versprühen, ne? Ich glaube, ich frage meine Mama, ob ich bei ihr in die Wanne darf. Nein, das ist auch irgendwie Freak. Aber gut, Quatsch, unsere Mieter sind ausgezogen. Im Prinzip habe ich jetzt eine Badewanne, nämlich oben. Also theoretisch könnte ich jetzt volle Leute eskalieren und sagen, scheiß drauf, wir sind zwar gerade am Renovieren, ich lege mich jetzt hier erstmal in die Wanne. Ich glaube, die zeigen mir alle einen Vogel. Naja, aber in der Theorie könnte ich das jetzt. Gut, das ist von Bath & Body mit Lookfantastic. Das ist so eine extra Birthday Edition Funfet Tea and Sprinkles.
Läuft. Okay, cool. Boah, da habe ich mich jetzt gerade echt selbst auf eine Idee gebracht, ne? Ich habe so viele Badeprodukte da. Ich könnte jetzt so dermaßen eskalieren. Und jetzt kommt ja gerade die kalte Jahreszeit. Ich muss echt meinen Freund animieren, dass wir als erstes das Badezimmer renovieren, damit wir da auch baden können. Ja, da riechst du jetzt nicht so viel durch. Ich will das jetzt auch nicht aufmachen, weil ich weiß echt nicht, ob ich die selber verwende oder ob ich sie weiter verschenke. Aber das finde ich echt cool. Bubble Tea Cosmetics Limited. Ja, interessant. Oh, Claudia kommt hier echt auf Ideen. Okay, das nächste, was hier drin ist, ist von Molton Brown Orange and Bergamot Bath and Shower Gel. Okay, ein Duschgel mit Orange und Bergamotte. Das muss ich erstmal riechen, weil Orange ist ja eigentlich eher so ein säuerlicherer Duft. Das ist eigentlich eher nichts für mich. Guck mal, das ist hier auch nochmal irgendwie verschlossen, aber doch schon angespackt. Hä? Na, das wird weiter wandern. Ich glaube, ich habe es falsch aufgemacht, oder? Nee, das muss schon so. Upsala. Nee, das musst du doch nicht so. Es muss nämlich so auf sein, okay, dass man halt den Propfen hier hat, ne? Nee, das riecht aber sehr nach Orange. Hui. Na, die Bergamotte riecht gut. Also, ne? Das riecht halt ein bisschen orientalisch, aber dieser Orangeduft, da weiß ich noch nicht genau. Finde ich interessant, aber muss ich nochmal drüber nachdenken. Oskia London Renaissance Cleansing Gel Illuminating Vitamin Melting Cleanser. Also das ist von der Firma Oskia und das ist ein Reinigungsgel mit Vitaminen. Und das sollst du auf deine trockene Haut einmassieren, bis es halt zu einem Öl quasi wird. Also du bekommst irgendein Produkt raus, was du erstmal einmassieren musst, bis es sich anfühlt wie ein Öl. Und dann musst du ein bisschen Wasser machen, um das halt so ein bisschen aufschäumen zu können. Und dann musst du das mit warmem Wasser runtermachen. Or damp muslin cloth. Oder halt mit einem damp muslin mit einem Handtuch halt runternehmen, ne? Ja. Jo. Reinigungsprodukte kann ich immer gut gebrauchen. Ich schmink mich ja gerne mal. Ja, das riecht ganz angenehm. Guck mal, das ist vor allem, ne? Das ist rosa. Interessant. Ja, riecht ganz angenehm, kann ich gut gebrauchen. Von Caudalie. Eine Augencreme. Ja, die wollte ich nämlich auch mal austesten. Die soll nämlich so toll sein. So schaut die aus. Und ja, die wird auf jeden Fall ausgetestet für alle Hauttypen. Ja, ne? Immer wieder austesten ist immer ganz gut. Ich habe eine sehr, sehr trockene Unteraugenpartie aktuell. Ne? Tage gehabt, Sonne gewesen, Claudi kaputt. So in der Art ist es dann immer. Und so ein kleines Prüppchen kann man dann auch ganz gut mal dafür verwenden. Ich weiß gar nicht, wie viel ist denn da drin? For the Planet, das ist auch immer ganz nett. 5 Milliliter, ja, die kann man auch mal so einen Monat, ne, testen. Ist immer ganz gut, wenn man auch so ein bisschen Proben hat, die einfach langfristig getestet werden können, damit man auch wirklich sehen kann, wie die Haut darauf reagiert. Deswegen gut. Darauf war ich sehr gespannt. Ein Eyebrow Stylist, also ein Augenbrauenstift, aber ich habe leider die Farbe Dark bekommen. Oje, ich glaube, ich muss noch irgendwie ein Beauty-Profil oder sowas anlegen auf Lookfantastic, falls das geht. Bei Glossybox geht das ja, weil dunkle Augenbrauen habe ich nicht. Also definitiv nicht. Nee, also ich habe hellbraun oder halt blond, ne? Also, So, und dann habe ich hier, ja, von Pixi by Petra ein Lip Lift Max, ein Glossy Lip Plumper. Das wollte ich testen. Pixi by Petra finde ich super interessant und ich hätte gerne mehr Produkte von denen, aber, ne? Ich habe mir schon das ein oder andere gekauft, dann hatte ich immer mal wieder was in Boxen drin und darüber freue ich mich immer sehr. Oh nein, ach doch, hier steht noch drauf. Jetzt habe ich quasi fast alles weggenommen. Das ist die Farbe Honey Sheen. Okay. Und das mache ich mir direkt mal als Liptopper drüber. Ich habe zwar jetzt echt einen rosastichigen Lippenstift drauf, aber... Boah, das riecht voll nach Kaugummi. Minzkaugummi. Boah, oder nach Zahnpasta. Oh, der gefällt mir. Ne? Der macht das alles echt irgendwie noch ein bisschen mehr shiny. Und ich habe dieses Gefühl, dass der auch so ein bisschen was an meinen Lippen macht. Also das ist schon kühlend. Also ich denke schon, so einen leichten Plumping-Effekt wird der haben. Allein durch das Optische, dass du halt Lipgloss halt drüber gibst. Das ist schon mal ganz cool. Huch. Und das ist halt so ein durchsichtiger, der so einen ganz leichten Schein auch mit dabei hat. Und das gefällt mir unheimlich gut. Ganz, ganz toll. Da freue ich mich. Ein Gramm. Und was ich richtig, richtig gut an dem Lipgloss finde,
Der pappt überhaupt nicht. Das fühlt sich echt, als hätte ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, eine leichte Schicht von einem Lippenbalsam oder so drüber gegeben. Nicht mal Lippenbalsam wird sich jetzt schwerer anfühlen. Der macht auch so ein bisschen, dass dieser sehr matte und sehr trockene Lippenstift, den ich drunter habe, so ein bisschen Feuchtigkeit spenden, dass sich anfühlt und meine Lippen sich dadurch besser fühlen. Also das fühlt sich schon richtig gut an. Das ist ein gutes Produkt. Gefällt mir richtig gut. Echt. Ja, ihr Lieben, das war die Box. Ich freue mich. Es war eine schöne Box. Hat mir echt gut gefallen. Doch, also die Produkte werde ich soweit testen. Die Badebombe ist... muss ich echt noch drüber nachdenken, ob ich vielleicht oben dann mir die Badewanne mal safe. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Also die Box ist jetzt wirklich leider leer. Aber ich freue mich auf weitere Boxen, muss ich sagen. Es ist cool. Es ist cool. Einfach so ein bisschen, was Neues testen und die Produkte in der Box sind auch sehr ansprechend. Ich finde die sogar hochwertiger als die in der Glossy Box irgendwie. Ich blende ja auch mal hier den Gesamtwert der Box ein. Ich weiß nicht, wie hoch der ist. Ich denke, 45 Euro. Weiß ich nicht. Ich habe mir das nicht gemerkt, was die anderen so ausgerufen haben. Aber ich denke sogar noch höher. Ich weiß es nicht. Aber schon coole Produkte, hat mir gut gefallen. Ich freue mich auf die nächsten Boxen. Ich hatte ja gesagt, dass du in diesem Video auch was gewinnen kannst, ne? Habe ich ja fast vergessen. Und zwar habe ich hier mir leider doppelt bestellt die Glossy Box Men. Das ist die Summer Edition. Die Hot Summer Edition. Und was in dieser Box drin ist, kann ich dir auch einfach mal hier oben in dem Video zeigen. Da habe ich die nämlich komplett geöffnet. Kann ich dir aber auch nochmal hier einmal so einblenden. Das sind die Produkte in der Box und die kannst du tatsächlich in diesem Video gewinnen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach vorbei und mach mit. Viel Glück! Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!